Hallöchen, Regina. Hallo liebe Lia, hallo liebe Community. Ich möchte euch heute Lia Lohmann vorstellen, auf die ich aufmerksam geworden bin, weil sie ein ganz, ganz spannendes Feld ausfüllt. Also die meisten Menschen, die ich so kenne und in meinem Umfeld habe, die sind beruflich Bäcker oder Schreiner oder Ingenieur. Und Lia ist galaktische Botschafterin. Das heißt, sie arbeitet mit ETs zusammen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was genau ihre Aufgabe ist, wie das aussieht, was sie macht. Und hoffe, dass es euch genauso interessiert wie mich, da einfach mehr drüber zu erfahren. Ja, Regina, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mich zu interviewen heute. Und galaktische Botschafterin ist tatsächlich hier auf der Erde kein normales Berufsbild. Und ich bin in diesen Beruf oder in die Berufung der galaktischen Botschafterin reingewachsen. Bin als Hybridwesen hier auf der Erde geboren worden. Und hatte erstmal ein relativ normales menschliches Leben gehabt, habe Abitur gemacht, habe meine Ausbildungen gemacht und ganz viele Dinge gelernt, die man als Mensch so tut, bis die ersten ETs ihren Weg in mein Leben gefunden haben und ich von ihnen erstmal lernen durfte. Und dann mir von den ETs gezeigt wurde, was denn meine nächsten Aufgaben sind und was ich zu tun habe. Und hier sind das wirklich ETs, die man anfassen kann, die man riechen kann, mit denen man eins zu eins sprechen kann, so wie ich mit dir heute spreche. Und meine Aufgabe als galaktische Botschafterin ist, ein Zwischenvermittler zu sein zwischen ETs, aber auch zwischen Menschen. Das heißt, ich helfe den Menschen, sich vorzubereiten auf den Kontakt mit Extraterrestrischen, aber helfe auch Extraterrestrischen wiederum, Kontakt mit Menschen aufzubauen und erkläre ihnen die Do's und Don'ts. Genauso wie auch, ich Menschen sage, was sich in Kontakten mit ETs gut ist und was auch förderlich ist und was man eigentlich nicht tun sollte. Zusätzlich, dadurch, dass sehr viel extraterrestrische Energie in meinem Energiefeld und meiner Genetik aktiv ist, helfe ich auch durch meine Energie und Frequenz, die Menschen vorzubereiten, wie es ist, dann am Ende vor einem wirklichen, echten physischen ET zu stehen, weil die Energiefelder von ETs tatsächlich sich deutlich von den Energiefeldern von uns unterscheiden und das für die meisten Menschen ungewohnt ist. Und das ist im Moment die Hauptaufgabe, der ich nachgehe, um auf der einen Seite auf der Erde über Ozeanlicht und YouTube die Leute zu informieren über ETs und Wissen zu vermitteln, aber auch auf der anderen Seite dann auf den Schiffen zu sein und dort Wissen, was ich von den Menschen habe, an ETs weiterzugeben und den ETs zu zeigen, wie sie doch am allerleichtesten in den Erstkontakt mit Menschen treten, wovor haben Menschen Angst, was finden sie unangenehm. Zum Beispiel, wenn ETs nachts im Schlafzimmer stehen und in der Ecke stehen, ist das für die meisten Menschen was sich nicht gut anfühlt und dass das nicht der Weg ist, wie man Kontakt aufbauen sollte zu Menschen. Ja, bitte Sondern dass es nicht. da wirklich auch Grenzen gibt, die am Anfang eingehalten werden sollten. Und daran halten sie sich dann auch in der Regel sehr gut. Und ja, das ist einer der momentanen Dinge, die ich am allermeisten tue. Also du hast jetzt schon ganz viel angesprochen. Ich möchte jetzt zu zwei Punkten noch mal genauer nachhaken. Ja, gerne. Also ich kenne deine Homepage und weiß so ungefähr, was du an Kursen und Angeboten drin hast, aber vielleicht möchtest du es hier auch noch mal genauer erwähnen, wie dein Angebot genau aussieht, um Menschen jetzt den Kontakt oder einfach den Knicke mit den ETs, nenne ich jetzt mal, näher zu bringen. Also ich habe ET-Kontaktkurse, die jedes Mal ganz individuell ablaufen. Immer ich downloade, also ich bekomme über die Verbindung, die permanent besteht, zu meinem Team, die Informationen über die Gruppe, die zu mir kommt, die bereit ist für den Erstkontakt.
Und ich kreiere dann mit meinem Team zusammen die Erstkontaktkurse in 3 Teilen, wo wirklich der komplette Körper, also das Bewusstsein, Mentalkörper, Emotionalkörper, die Genetik, das Energiefeld vorbereitet wird von den Kursteilnehmern, um bereit zu sein, den Kontakt auf eigene Faust einzuleiten. Und sie lernen natürlich auch in diesem IT-Kontaktkurs bis in die Tiefe hinein, was zu beachten ist, wenn man Kontakt mit Extraterrestrischen aufbaut. Die andere Möglichkeit ist bei mir, wenn man relativ schnell Informationen haben möchte und möglichst schnell starten möchte, seine DNA aktiviert bekommen möchte und einen Bewusstseinssprung machen will, gibt es die IT-Infositzung, sind circa 1,5 Stunden, wo wir uns intensiv beschäftigen mit dem Thema ETs, ich ganz viel Wissen 1:1 vermittle und wir dann nochmal eine Lightcode-Quantum-Transformation zur Aktivierung der ET-DNA in jedem Individuum durchführen, sodass das dann gut starten kann. Auf YouTube habe ich auch immer wieder mal Videos, um ja, Wissen zu streuen, dass jeder, der in Resonanz geht, damit da schon mal ein bisschen vorarbeiten kann. Durch die Channelings, die ich mache, kann jeder ein bisschen vorfühlen in die Energien hinein, die durch mich übermittelt werden. Das ist auch eine Möglichkeit, in den ETS-Kontakt zu treten über ein Channeled Reading, einfach um die Energien mal zu spüren, ohne ein ET direkt vor sich zu haben und auch mal zu spüren, wie die denn denken, wie die denn führen, weil jedes Channeling und jedes Individuum ist immer ganz anders und individuell. Und ansonsten sind alle Kurse von mir eine Co-Kreation mit meinem Team, wie zum Beispiel, wie springe ich in Zeitlinien oder wie arbeite ich im Quantenfeld in dem 5D-Quantum-Master-Kurs oder wie erhöhe ich meine Frequenz. Da darf sich jeder frei fühlen, einfach reinzufühlen, wo er in Resonanz mitgeht und wofür er bereit ist. Und alles findet immer rollierend statt. Also wenn man sich anmeldet und ein Kurs läuft bereits, ist die Anmeldung fürs nächste Mal schon vorregistriert. Okay. Und du hast jetzt auch dein Team schon erwähnt. Wie genau läuft die Zusammenarbeit zwischen dir und dem Team ab? Also wie steht ihr in Kontakt? Also der Kontakt ist im Hauptteil über telepathische Downloads. Das heißt, dass ich permanent gerade mit den physischen ETs in telepathischen Kontakt und in Verbindung stehe. Ich aber auch über Meditationen in die Merkaba-Reise gehe, um dann dort, wenn es schnell gehen muss, auf die Schiffe zu wandern, um dort möglichst schnell dort physisch zu sein, um Informationen zu sammeln, wenn es jetzt dringend notwendig ist und ich ein nächstes physisches Treffen nicht abwarten kann. Und ab und zu ist es auch so, dass wir uns physisch treffen. Diese Treffen finden in der Regel dann statt, wenn alles um einen herum ruhig ist, weil sie mich wirklich aus dem Haus raus abholen. Und das wäre ein Vorgang, der würde das jetzt am laufenden Nachmittag passieren, für alle Menschen in der Umgebung sichtbar wäre, weshalb das immer relativ spät abends stattfindet. Oder auch in der Nacht, dass ich dann dort geholt werde und auf dem Schiff dann wach werde, um dann dort meine, ja, weitere Briefings zu bekommen, weiteren Unterricht zu bekommen und eben meine Arbeit zu tun, um dort mit den Hybridkindern zu arbeiten oder anderen ETs, die bald in Kontakt mit Menschen treten und sie dann dort nochmal vorzubereiten. Also der Kontakt ist auf verschiedenen Ebenen, aber der Hauptkontakt über den Tag verteilt ist telepathischer Natur. Das heißt, also die kommen dann irgendwann abends oder in der Nacht und Genau. holen dich komplett mit deinem Körper aufs Genau. Schiff. Genau. Also der Körper wird über die Technologie, die Sie haben, in der Frequenz so deutlich erhöht, dass die Realität für das Bewusstsein die Matrix nicht aufrecht erhält und damit auch du dann durch Steinwände etc., durch Hausdach etc. durchgeholt wirst. Die Leute, die schon mal Kontakt mit ETs hatten und diese typischen Entführungsszenarien, die eigentlich keine sind, durchlebt haben, wissen, wovon ich spreche. Das heißt, der Körper geht erst in einen speziellen Zustand, der sehr traumähnlich ist, also man ist bewusst, aber man ist nicht bewusst. Das ist wie so, alles fängt an zu pulsieren und dann spürt man, dass die Moleküle anfangen, sich zu drehen und
so leichter und lichter zu werden. Und dann ist auch schon so, dass wirklich dann das relativ schnell der Boden, die Realität, alles weggeht und man dann ganz schnell auf dem Schiff ist. Das ist das, wenn man das bewusst mit wahrnimmt. Manchmal ist es auch so, dass sie mich direkt kontaktieren. Das heißt, sie kommen zu mir nach Hause in mein Haus und stehen dann da. Da habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal ein wenig erschrocken, wenn dann plötzlich Besuch im Wohnzimmer war. Besonders die Seders machen das sehr gerne, dass sie plötzlich im Wohnzimmer stehen und die können wirklich ganz still und schweigsam dastehen, bis man sie registriert oder umrennt. Das ist dann schon sehr special, aber irgendwann ist man das dann gewohnt, dass sie sich auch mal reinbeamen können und dann wirklich auch voll physisch sind für einen, ja. Okay. Und wenn du dann auf den Schiffen bist, was genau machst du dort? Was ist deine Aufgabe? Also auf den Schiffen ist hauptsächlich Unterricht angesagt. Also ich lerne das Quantenfeld zu kodieren. Ich lerne, was ich jetzt als nächstes tun muss. Ist es jetzt an der Zeit, mit der Regierung Kontakt aufzunehmen? Ist es an der Zeit, zum Beispiel, ja, irgendwie über einen speziellen Topic zu sprechen? Ist es an der Zeit, jetzt wie zum Beispiel Kids Ascension ins Leben zu bringen? Ich bekomme die Informationen dann, wie Kids Ascension auszusehen hat. Das ist eine kostenlose Online-Schule für Teens and Kids, für eine komplette ganzheitliche Unterrichtung, die von Mentalcoaches, Coaches, Heilpraktikern, Ärzte, Psychologen, Kindergärtnerinnen und ganz andere wunderbare Menschen mit unterstützt wird. Solche Dinge bekomme ich dann mitgeteilt, wie man das aufbaut, wie es am besten stattfindet und aber auch eben, dass ich ja, dort mit den Hybriden und Hybridkindern arbeite auch und sie auch mal meine Energie spüren lasse, die mir dann an den Haaren zupfeln und zöpfeln dürfen und mit mir spielen dürfen und ich mit ihnen spiele und die ganz zauberhaft sind, wenn man dann mitbekommt, wie die mit was für einer Leichtigkeit die Dinge levitieren lassen und sowas, wo wir auf der Erde von träumen und wissen, irgendwie geht das. Das machen die Kinder schon in der Grundschule. Also alles, was wir lernen hier auf der Erde jetzt, ist das, was die ETs in den Kinderschulen für ein weiterentwickelte Kinder, also für Hybridkinder, schon mit dem Alter von 3, 4 Jahren kennen. Und die haben ein unglaubliches Bewusstsein. Und teilweise ist es wirklich so, dass ich von den Kindern lernen darf noch und ich den Kindern gar nicht so viel beibringen kann. Und schon immer sehr spannend, wenn die Kinder dann so Dinge sagen und man sich denkt so, oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Dankeschön. Ja, Ja. Kinder sind, glaube ich, überall, auch auf der Erde, einfach was Wunderbares, Ja, und von gerade denen die man Kinder, lernen darf. die kommen, die sind noch mal ganz zauberhaft. Also das ist ja, sind auch alle wunderschön. Also es sind alle ganz, ganz toll und sehen auch nicht ganz so viel anders aus als wir. Also wenn man mich anguckt, ich bin ein Hybridwesen aus Mensch, Seder und Plejadi. Die Yajel, die meisten Hybridkinder, die kommen werden, haben als einzigen Unterschied auch einfach ein bisschen größere Augen und die Augenfarben sind facettenreich. Also da gibt es auch Augenfarben wie lila, hellgrün, super eisblau, grau. Es gibt auch ganz bunte Augen, gelbe Augen, orangene Augen. Das ist einfach total schön. Die sind vom Gesicht her spitz. Also die Gesichtszüge sind relativ ähnlich wie meine. Auch viele haben so eine etwas höhere Stirn. Das ja, war alles ganz zauberhafte Wesen. Und die, wenn sie jetzt unter uns laufen würden, man würde sie so direkt erstmal nicht erkennen als ein ET oder als Alien, sondern wirklich, man müsste dreimal hingucken, ob man jetzt ja, mit ihnen zu tun hat oder nicht. So ähnlich sind sie uns, von der Optik zumindest, vom Energiefeld und von der Denkweise und der Art und Weise, sich zu verhalten, definitiv nicht. Da sind sie sehr anders, sehr anders. Okay. Ja, danke. Dann ist mir der Begriff Galaktische Föderation jetzt schon mehrmals begegnet. Und ich glaube, du bist die Expertin, die mir da mehr darüber erzählen kann, was dieser Begriff, was dahinter steht. Was darf ich mir darunter vorstellen? Also Galaktische Föderation ist erstmal ein allgemeiner Begriff. Man kann sich das nicht vorstellen wie Föderationen hier auf der Erde. Es gibt verschiedene Zusammenschlüsse verschiedener extraterrestrischer Rassen aus verschiedenen Sternensystemen und verschiedenen Dimensionen. Und in dem Moment, wenn verschiedene Rassen
einen Zusammenschluss haben mit der gleichen Agenda, können wir davon sprechen, dass es eine Föderation ist. Das heißt, es gibt verschiedene galaktische Föderationen, die aber alle zu 99,999% wohlwollend und positiv sind. Manche haben die Agenda zu schützen, manche haben die Agenda zu synthetisieren, manche haben die Agenda Entwicklung zu fördern, andere haben die Agenda Bewusstsein zu entwickeln. Und Mitglied einer Föderation zu werden, heißt lediglich, dass du für dich entscheidest, die gleiche Agenda zu teilen wie dieser Zusammenschluss an Extraterrestrischen und diese Agenda als deine Seelenmission siehst. Die Föderation erkennt natürlich, ob der Kopf das haben möchte und sagt, ich bin der Meinung, dass jetzt die Galaktische Föderation für Synthetisierung wichtig ist, aber die Seele das nicht so sieht, kommst du nicht in die Föderation, die Synthetisierungen durchführt, sondern es ist auch deine Seele entscheidet, welche Föderation die richtige für sie ist und dann findet die Aufnahme in die Föderation statt. Und aber alle haben durchwegs positive Agenda und das hat wirklich nichts und gar nichts mit Science Fiction zu tun und auch nichts mit Star Wars oder anderen Trilogien. Also Galaktische Föderation ist absolut unpolitisch, vollkommen neutral und da geht es wirklich um die treibende Kraft, um das Bewusstsein und die Sehnsucht, eine Agenda, einen Wunsch, eine Verbesserung für die Galaxie und für alle Rassen zu erzielen. Das ist die Galaktische Föderation, ja. Okay, danke schön. Gerne. Und was mir jetzt in den Medien die letzte Zeit aufgefallen ist, dass der Fokus oft so in den Himmel gelenkt wird. Also entweder durch irgendwelche Beobachtungsballons oder durch Asteroiden, die an der Erde vorbei fliegen, oder jetzt hatte ich auch mit UFOs über Nordamerika was mitbekommen. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du darüber vielleicht noch was Gerne. erzählen? Der Hintergrund ist, dass die Regierungen sehr, sehr viele Jahre das Thema Extraterrestrische und UFOs vertuscht hat, bewusst vertuscht hat und auch, wie soll ich sagen, also so ein bisschen illusioniert hat. Also sie haben viel auch dafür gesorgt, dass die Leute nicht ernst genommen wurden, die darüber sprechen, dass Leute, dass dieses ganze Thema in die Sparte geschoben wird von, das ist ein Thema für Spinner. Der Hintergrund ist, dass die Regierung von ETs schon vor vielen Dekaden unglaublich viel technologisches Wissen bekommen hat. Sonst wären wir nicht in der Lage, Internet zu haben und das, was wir jetzt alles so sehen, gäbe es alles nicht, hätten die ETs ihre Technologie nicht geteilt. Und auch die Regierung hatte, ja, aus UFO-Technologien, die geteilt wurde, Spacecrafts gebaut. Also UFOs nachgebaut von ETs, aber mit menschlicher Technologie vermischt. Und dass das nicht rauskommt, dass die da am Himmel unterwegs sind, wurde alles, was mit UFOs, ETs, Extraterrestrischen zu tun hat, in die Sparte von, ja, von Humbug gesteckt, damit die Regierungen weiter ihre Dinge machen konnten und das System weiterläuft, so wie es läuft. Der Punkt ist nur, dass die Erde an ein Ende von einem Zyklus angelangt in den nächsten Jahren. Und dieses Ende von dem Zyklus heißt, dass die Dinge so nicht mehr weiter machbar sind, weil es nicht der Evolution des Bewusstseins, dem freien Willen der Seele und dem Menschenkollektiv entspricht. Das heißt, auch Mächtegleichgewichte und Wirtschaftssysteme werden so nicht mehr tragbar sein nach diesem Zyklus. Deswegen, nachdem die verschiedenen Regierungen von ETs über Zeitportale mitgeteilt bekommen haben, was auf sie wartet, wenn sie den Weg weitergehen, haben die Regierungen eingelenkt, haben verstanden, weltweit. Und haben Übereinkünfte getroffen von einer Enthüllung, von einem Enthüllungsprozess. Und wir befinden uns im sanften Enthüllungsprozess, im amerikanischen Soft Disclosure, der nach und nach den Leuten im Bewusstsein wieder die Türen öffnet, dass es mehr gibt
und dass es nichts mit verrückt sein oder spinnen zu tun hat, sondern dass das die Realität ist. Und das muss natürlich taktisch klug ablaufen. Die Regierung kann nicht hingehen und sagen, wir wussten schon immer, dass ETs da sind. Wir haben Technologien, die haben wir euch vorenthalten und wir haben euch bei Absicht für blöd verkauft. Und jetzt müssen wir das Ganze reglementieren. Um das zu verhindern, gibt es den Enthüllungsprozess und der findet im Moment statt, indem erstmal die Aufmerksamkeit an den Himmel gerichtet wird, dass man von UFP spricht, nicht mehr von UFO, also von unbekannten Flugphänomenen oder von unbekannten Luftphänomenen, ULP oder UAP, dass einfach hier auch das Kind einen anderen Namen bekommt, damit das Bewusstsein die Chance hat, sich neu zu programmieren und von Konspirationstheorien einfach weggeht und mit den nach und nach Prozess Schritt für Schritt einfach die Leute vorbereitet werden für den Kontakt mit Extraterrestrischen, weil das die Bedingung ist und die einzige Chance ist, diesen Ende von dem Zyklus möglichst sanft vonstatten gehen zu lassen. Und die Regierung hat verstanden, dass es hier wirklich mit dem Ende von einem Zyklus, auch mit einem Ende von einer Ära und von einer Zeitlinie einhergeht, wo es am wichtigsten ist, möglichst viele Seelen im Bewusstsein wieder in Einheit zu bringen und wieder mit der Galaxie zu verbinden und nicht mehr länger in Separation zu halten. Und dieses Bewusstsein genügt, dass die Seelen die Zeitlinie von dem Ende des Zykluses verlassen und dadurch nicht am Ende große Katastrophen passieren müssen. Und das ist auch die Agenda von den ETs und auch von vielen galaktischen Föderationen und auch von Menschen wie mir, die Leute in ihrem Bewusstsein vorzubereiten, zu erhöhen, dass sie ja mehr sind als der Verstand, dass sie mehr sind als die Realität um sie herum, dass sie Kreatoren und Schöpfer ihrer Realität sind und dass es keine Separation gibt und dass Liebe der treibende Kraft ist, weil Liebe ist eine sehr, sehr hohe Schwingung, eine hohe Frequenz und die wird benötigt, um Zeitlinien zu springen. Und das ist dahinter. Und die Regierungen macht eben ja jetzt ihre Prozesse, indem sie mehr und mehr darüber spricht. Und dieses Thema mit UFOs über Nordamerika war tatsächlich nichts Aktuelles, sondern das waren alte Themen, die jetzt als neu verkauft werden, um darüber zu sprechen. Und es handelt es sich nicht um echte extraterrestrische Flugobjekte. Also es sind keine ETs zu Schaden gekommen, sondern das war inszeniert, aber schon länger inszeniert und jetzt in die Medien gebracht. Okay. Und da habe ich jetzt richtig verstanden, dass wir uns quasi in der nächsten Zeit, also eigentlich schon in naher Zukunft, auf grundlegende Änderungen in unserem kompletten Leben einstellen dürfen und dass die ETs eine wichtige Rolle dabei spielen. Habe ich das Richtig. richtig verstanden? Richtig. Also die Veränderungen finden natürlich, weil jeder immer noch seine Realität selber kreiert und jeder Fahrer seines eigenen Fahrzeuges ist, immer in Absprache und im Einklang mit jedem Individuum. Aber wir werden definitiv innerhalb des Kollektives große Änderungen feststellen in den nächsten Jahren und besonders mit den ersten großen Massenkontakten mit ETs. Und sobald dann die Massenkontakte in den Medien sind, werden auch einige Dinge komplett transformiert werden. Also mit dem großen Erscheinen der ETs in Massenmedien werden dann auch die Technologien preisgegeben, die die Regierungen schon sehr lange in ihren Kellern liegen haben. Auch der Vatikan ist involviert in diesen Enthüllungsprozess und wird auch dann an vorderster Front stehen und mit unterstützen. Und auch, ja, der Vatikan, wie jetzt meine Informationen sind, ist auch befürwortet den Enthüllungsprozess und treibt ihn sogar auch innerhalb der Regierungen voran, weil das auch für die Kirche und für die Religion natürlich eine für Gott spricht und für die Vielfalt und die Kreatorkraft von Gott. Von daher haben wir den Vatikan mit an Bord. Und in dem Moment, wenn dann das alles überall zu sehen ist und im Bewusstsein von den Menschen ist, kommen die Technologien an den Mann und es werden auch dann in der Medizin große Quantensprünge stattfinden. Auch in dem Bewusstsein der Menschen werden durch die Anwesenheit von ETs Quantensprünge stattfinden und jeder wird erkennen, dass er seine Realität kontinuierlich selber kreiert. Und aufgrund dessen wird jeder Einzelne in seinem Maße auch mehr Freiheit erleben, finanzielle Freiheit, materielle Freiheit, Reisefreiheit und einige Menschen,
deren Mission das ist, werden natürlich dann auch wiederum als menschliche Botschafter in die Galaxie reisen und dann dort ja vor ETs vorsprechen, so wie ich das tue, und ihnen erzählen, wie das dann war als Mensch und wie das ist auf der Erde, und helfen, Missverständnisse aufzuklären, weil tatsächlich der Ruf von uns Menschen in manchen Planetensystemen nicht der positivste ist. Und es gibt sehr viele ETs, die furchtbare, furchtbare Angst vor uns haben. Die wollen noch nicht mehr das Wort Mensch hören, die fallen dann schon fast tot um vor Angst, weil wir halt eine sehr, sehr heftige Spezies sind. Wir kriegen, wir morden, wir vergewaltigen, wir wissen nicht, was wir tun. Und das sitzt in unserem Blueprint, in unseren Energiefeldern. Und die meisten ETs sind so sensitiv, dass sie das spüren und das in ihnen furchtbare Angst auslöst. Also nicht nur manche Menschen haben Angst vor zum Beispiel Seedas, die völlig unbegründet ist. Das ist eine Angst, die der Körper hat, wenn sie in Kontakt mit Zelda sind. Sondern die meisten ETs haben große Angst. Auch die Zeldas haben oft Angst, wenn sie mit Menschen in Kontakt kommen, weil sie Angst haben vor den Energien von uns Menschen, weil ein emotionaler Ausbruch bringt einen Zelda um. Und wenn ein Zeta in Kontakt war mit einem Menschen, ohne sich zu schützen, und er würde zurück aufs Schiff gehen und kontaminiert sein mit den Energien, würde es sogar den Tod für sehr, sehr viele andere Zetas bedeuten. Weil für uns, unsere Energie, wenn wir ein bisschen emotional werden, für viele ETs wie Radioaktivität für uns wirkt. Also von daher gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich dann erklären, wenn sie ihre Arbeit, ihre innere Arbeit gemacht haben und in der Liebe sich verankern konnten, auch dann den Weg in die Galaxie gehen und dann dort für uns Menschen sprechen und dann dort auch Aufklärungen zu machen, ja. Okay, aber dann hat das ja viel mehr Tragweite, wie jetzt nur so interkulturelle ja, Themen, sage ich jetzt mal. Wenn ich in ein fremdes Land reise, dann klar kenne ich dort auch nicht die Gepflogenheiten und die Sitten, aber es hat, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, in Anführungszeichen, weil ich es einfach nicht kenne, einfach nicht diese Tragweite, dass jemand tot umfallen kann. Ja, Das, richtig. Also ja. das wird sehr viel unterschätzt. Also auch den Menschen, denen ich begegne, die wissen nicht, was für eine Power sie haben, wie viel Kraft sie haben. Wir haben sogar so viel Kraft, dass nur durch die Emotionen, die wir aussenden, teilweise manche Planetensysteme komplett mit Energie versorgt werden. Nur durch die Emotionen, die so im Kollektiv unterwegs sind, die wabern in das Universum und in die Galaxie, versorgen ganze Planeten mit Energie, weil wir so viel Power haben. Und das ist für viele Menschen unglaublich, aber es ist die Wahrheit, und jeder wird das rausfinden, der in den nächsten Jahren sich entscheidet, natürlich mit ETs in Kontakt zu treten. Und das ist Und immer ein Ripple-Effekt, also immer ein Effekt, der immer auf beide Seiten stattfindet. also ich glaube gerne, dass das für viele ganz, ganz, ganz unglaublich klingt, was du hier erzählst. Für mich ja auch. Ich bin ja auch nur ein ganz normaler Mensch. Und mir geht es so, auch wenn du jetzt von Massenkontakten sprichst, vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen, wann die ungefähr zu erwarten sind, ob das jetzt schon bald sein wird oder erst in 10 Jahren. Also Massenkontakte ist natürlich auch so eine Frage in Ko-Kreation, wie schnell gibt die Regierung Informationen preis, wie viel setzt die Regierung in die Medien. Es gibt Länder, die sind mit dem Enthüllungsprozess deutlich weiter. Dort werden Massensichtungen schneller stattfinden als in Ländern, die sich sehr zurückhalten mit den Enthüllungen. Und in der Regel finden zuallererst die einfachen Erstkontakte statt mit Individuen, oft im Traum. Oder auch am Abend, dass man da spürt, da sind Präsenzen im Raum, weil es fängt immer sehr sanft an. Auch die ETs, das ist jetzt Ihnen auch wichtig, dass ich das sage, wenn man Präsenzen im Raum wahrnimmt, sind das immer Seelenfamilienmitglieder. Also das ist Familie, die dann kommt in den Nächten, um an den Energiefeldern zu arbeiten und um Heilung zu schicken, um in den DNA zu klären, zu reinigen, um vorzubereiten. Also wenn man Präsenzen im Raum fühlt oder wahrnimmt, sind das in der Regel immer zu
99,99% Familienmitglieder, die dich vorbereiten für den Kontakt. Der nächste Schritt ist, dass sie sich am Himmel mehr zeigen, dass man immer wieder selber das Gefühl hat, man müsste in den Himmel gucken und entdeckt am Himmel auch besondere Lichter oder tatsächlich auch am Tag Flugobjekte, die definitiv kein Flugzeug sind. Das sind die nächsten Schritte. Und dann ist es oft so, dass auch mal telepathische Downloads kommen, dass dann auf einmal man meditiert und man fragt um Hilfe und plötzlich hört man eine Stimme und hat Antworten und Lösungen für sein Problem. Und dann irgendwann ist es so, dass sich die UFOs auch nähern, aber spätestens wenn das passiert, hat eigentlich das Individuum schon die Entscheidung getroffen, mehr zu wissen, mehr zu erfahren, mehr Kontakt mit ETs aufzubauen und automatisch kommen dann die ETs auch mehr ins Leben und man kriegt Informationen. Heute ist ein guter Tag, ins Feld zu gehen, ETs zu rufen. Dafür habe ich Kontaktmeditationen und auch verschiedene Techniken. In der ET-Infositzung können die Leute das lernen, wie sie das machen, oder in dem ET-Kontaktkurs. Und dann kann bewusst der Kontakt aufgebaut werden als Individuum oder in Gruppen. Und wenn das gut verläuft und das mehrfach in verschiedenen Arealen, dann können wir von zufälligen Massensichtungen sprechen. Und wenn das gut läuft, kommen dann die großen Sichtungen, die geplant sind, in denen sich große, große, große Mutterschiffe gleichzeitig auf allen Kontinenten, in allen Ländern und in jeder großen Stadt zeigen. Und dann sprechen wir von diesem großen Massenkontakt. Aber das ist abhängig von dem Kollektiv. Wir befinden uns momentan in einer wahrscheinlichen Zeitlinie, in der Massenkontakte stattfinden, aber dieser große Kontakt kann wahrscheinlich nächstes Jahr erst stattfinden. Aber das ändert sich kontinuierlich, wie sich das Bewusstsein der Menschen ändert. Aber das ist die Information im Moment, dass erstmal große Menge, mehrere Gruppenkontakte stattfindet, Massensichtungen und der große Massenkontakt erst dann vielleicht Ende des Jahres, eher nächstes Jahr. Aber dieses Jahr tritt die Menschheit in das galaktische Zeitalter ein, heißt, die Kontakte finden definitiv schon in diesem Jahr für viele, viele, viele und besonders die, die dieses Interview erreicht, schon statt. Okay. So, und du hast ja auch erwähnt, dass die ETs zum Teil Angst haben vor den Menschen. Und mir persönlich geht es auch so. Ich finde das Thema super, super spannend. Auf der einen Seite möchte ich gerne drüber wissen. Auf der anderen Seite merke ich aber auch so eine tiefsitzende Angst, so ein Trigger einfach. Das Thema hat riesiges Triggerpotenzial für mein Empfinden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es aber ja keinen wirklichen Grund für diese Angst. Und dass die ETs eigentlich hier in guter Absicht zu uns kommen und uns helfen möchten, uns zu entwickeln und diesen Übergang zu schaffen von dieser einen Zeitlinie, die jetzt ändert, in eine neue. Und da es ja scheinbar auch mit uns zusammenhängt, ob wir mitarbeiten oder nicht, was würdest du den Menschen raten, die sagen, ja, okay, das klingt alles stimmig, aber es triggert mich? Der Punkt ist, dass dieses Thema oft triggert, weil es etwas Neues ist für unser Bewusstsein und es etwas ist, was das Gehirn nicht greifen kann. Also das hat wirklich was mit dem ganz normalen evolutionären Gehirnfunktionen zu tun, dass alles, was neu ist, was nicht greifbar ist und auch dann noch mal sehr viel stärker und mächtiger erscheint und dann auch noch von außen kommt, unglaublich gruselig für das Gehirn, weil es könnte ein Feind sein. Also hier haben wir einmal die evolutionäre Komponente. Die kann man aber, indem man wirklich weiß, wie wir jetzt hier in dem Interview sprechen, dass dem Gehirn gesagt wird, hey, das ist alles fein. Das ist schon alles in Ordnung. Darfst dich entspannen, setz dich auf die Couch und relax und freu dich. Der andere Punkt ist, dass leider auch durch die ganzen Filme, Science Fiction etc. leider viele, viele hypnotische,
ja, wie soll ich sagen, viele hypnotische Fehlinformationen im Gehirn sitzen. Und das Gehirn kann leider auch nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und Film. Und das ist ein Riesenproblem, wo sich, sage ich mal, die Filmindustrie zum Vorteil gemacht hat, um Menschen auch zu kodieren. Weil das Gehirn kann de facto in der Hirnforschung, wer sich dafür interessiert, darf gerne nachlesen, da gibt es unglaublich viele Studien dazu, kann nicht unterscheiden zwischen Real und Fiktion. Wenn ihr einen Film guckt und ihr seht ETs, die massenhaft Menschen umbringen und die Erde in Flammen steht, dann ist das eure Wahrheit für euer Gehirn in dem Moment. Und diese Programme gilt es einfach halt auch loszulassen, weil es entspricht de facto nicht der Wahrheit. Keiner der ETs hat Interesse, einen Planeten zu zerstören, die Menschheit auszurotten oder andere böse Dinge zu tun. Also hier gilt es auch ganz bewusst, diese Hypnose loszulassen und dieses falsche Coding innerhalb des Unterbewusstseins zu reinigen. Und da ist auch dann, wo die ETs sprechen von, ihr seid nicht bereit, wenn ihr die innere Arbeit nicht tut. Weil wenn ihr nicht bereit seid und wir kommen, weil ihr glaubt, ihr seid bereit, aber ihr habt eure innerste Welt nicht aufgeräumt und ihr seht unsere Schiffe am Himmel, kriegt ihr Panik, kriegt ihr Angst, weil ihr automatisch konfrontiert seid mit dieser alten Realität, mit der Filmindustrie, mit den falschen Glaubenssätzen und Mustern und ihr fallt in eure eigene Falle. Und dann können wir nicht kommen, weil eure Energie nicht mehr passt. Weil es nicht mehr friedlicher Kontakt wäre. Wir wären nicht friedlich. Wir würden nicht im Service kommen, wenn ihr Angst vor uns habt. Wir können euch nicht helfen, wenn ihr Angst habt. Wir können euch nur helfen. Wir können nur den Kontakt stattfinden, wenn ihr euch freut auf uns. Wenn ihr im Frieden und wenn ihr in der Leichtigkeit seid, dann können wir kommen. Aber vorher nicht. Und deswegen finden Kontakte nur dann statt, in dem Maße, wie jedes Individuum bereit ist, weil keiner der ETs riskiert eine Psychose des Individuums. Das wäre nicht im Service. Absolut nicht. Die Energien von ETs und auch von den Schiffen, die von ETs ausgehen, sind so intensiv, dass sie automatisch das Unterbewusstsein triggern und alles hochkommt. In manchen Feldarbeiten ist es sinnvoll, diese Intention zu setzen, dass du gerne dein Unterbewusstsein reinigen möchtest und deswegen um Kontakt bittest, so weit, dass das Unterbewusstsein sich reinigen kann und du deine Prozesse machen kannst, damit du fürs nächste Mal bereiter bist. Auch die Art von Feldarbeit gibt es. Aber das ist theoretisch auch von daheim aus möglich, indem man sich wirklich klar informiert, sich klare Quellen sucht, Kontakt aufbaut zu Leuten, die wissen, wovon sie sprechen, die den Kontakt haben, wie jetzt zum Beispiel ich, und die euch helfen können, das Unterbewusstsein zu befreien von allen Dingen, die nicht mehr dienlich sind. Weil der Kontakt mit ETs ist nicht nur eine Wahrscheinlichkeit, sondern er wird stattfinden. Aber ihr entscheidet mit eurem Bewusstsein und mit eurer Energie, wann ihr soweit seid und wann ihr den größten Benefit daraus zieht. Je länger ihr wartet, umso länger, ja, wartet ihr und habt den Benefit von den Kontakten mit ihnen nicht. Aber selbst wenn ihr gar nichts tut, sondern sagt, okay, mal gucken, wie es kommt, dann kriegt ihr es auch mit, aber dann wird die Arbeit deutlich mehr sein am Ende natürlich. Dann werdet ihr richtig arbeiten dürfen. Ja. Okay, dann danke ich dir von ganzem Herzen für die vielen, vielen Informationen, die du Sehr gerne. jetzt in dieser kurzen Zeit geteilt Sehr hast. gerne, es war meine Ehre. Von meiner Seite wäre es das jetzt mal, es sei denn, es gibt noch irgendwas, was du unbedingt noch ergänzen möchtest. Ich freue mich einfach auf die Realität, in der wir mit unserer Sternenfamilie wieder vereint sind. Und wenn wir integriert sind, wieder reintegriert sind in die Galaxie, und für so viele Seelen wird das ein Nachhausekommen sein. Für so viele Seelen wird das, die hier sitzen und sagen, ich will auf meinen Heimatplaneten zurück, oder die sagen, ich fühle mich hier nicht heimatlich, werden in dem Moment das erste Mal das Gefühl haben, daheim angekommen zu sein, verstanden zu sein. Und auf den Tag freue ich mich, wenn wir zum galaktischen Menschen werden. Und einfach wieder Teil von dem sind, was unser Geburtsrecht war, schon immer. Das ist das, worauf ich mich freue, und ich werde alles dafür tun, um dieses Ziel mit euch gemeinsam zu erreichen. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Ich Dank. danke dir, und ich wünsche dir alles Gute, bis man sich vielleicht irgendwann mal wieder sieht.
Dir Und auch, an euch da danke. draußen, macht's gut, alles Liebe. Und ja, ich freue mich auf euch. Tschüss.